Hey Leute, was geht? Heute gibt's mal eine andere Art von Sammlung, und zwar meine Artbook-Sammlung. Die Manga-Sammlung hier auf dem Kanal habt ihr ja schon gesehen. Aber ich habe noch nie so ein gesondertes Video für meine Artbooks gemacht, aber das wollte ich jetzt mal nachholen. Ich habe schon ein paar Artbooks, aber das werdet ihr gleich alles sehen. Ich werde ein bisschen durchblättern, ein bisschen was dazu erzählen, aber relativ schnell durchgehen, weil wenn wir uns jedes Bild einzeln anschauen, dann sind wir 5 Stunden, das will ich jetzt auch nicht. Und ich wünsche euch dann viel Spaß. Aber bevor wir ins Video reingehen, Leute, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Leute, wir haben fast die 2000 Abonnenten erreicht. Und da gibt es natürlich auch ein Abo-Special. Und zwar ein Top 10 oder Top 15 Manga of All Time. Das habe ich mir jetzt noch nicht ganz überlegt. Aber meine letzte Top-Liste zu Manga ist schon ein bisschen länger her. Deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und am Ende des Videos, wenn es euch gefällt, könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Ne? Aber lasst nicht lange rumschnacken. Wir gehen direkt rein. Und falls ihr denkt, was ist das hier? Das ist das, womit ich jetzt die zweite Sicht aufnehmen werde, deswegen viel Spaß. So, das erste Artbook ist nämlich von Slam Dunk, Leute, und zwar Slam Dunk Illustrations 2 Plus. Und das habe ich von einem Freund, uns bei Marcel aus Japan, mitbekommen, gekriegt. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und für ungerechnet 25 Euro ein fettes Hardcover in Übergröße. Und Leute, ihr wisst, glaube ich, Bescheid, bei Inoue, die Zeichnungen sehen einfach mega gut aus, Alter. Hier einmal Sakuragi. Ich habe jetzt auch schon die Hälfte vom ersten Band gelesen, die andere Hälfte mal später. Und ich kann jetzt schon sagen, Sakuragi wird so mein Lieblingscharakter, gell? Ich feiere den so hart, Alter, von seinem Charakter her und so, von seinen Comedy-Anlagen und alles. Einfach mega geil. Und hier haben wir dann auch noch Illustrationen, Farbillustrationen von den Matches zum Beispiel oder auch einfach Spieler-Illustrationen hier. Am Ende haben wir auch noch ein paar Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Ich gehe einfach mal zu den Sachen, die ich mir vorab markiert habe, die ich euch unbedingt zeigen wollen würde. Und zwar diese Doppelseite hier zum Beispiel finde ich einfach mega geil. Ich finde hier, die Zeichnungen sehen einfach viel, viel detaillierter aus als am Anfang zum Beispiel. Weil da war dann noch viel Schraffierung mit den, ich will jetzt nicht auf Kunstprofi machen oder so, aber das sind auf jeden Fall die Schraffierungen ein bisschen stärker. Und hier sieht es irgendwie ein bisschen cleaner aus und es gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und dann haben wir hier hinten noch auch Schwarz-Weiß-Bilder, wie gesagt. Aber wir haben auch ein paar Skizzen und wir haben noch eine normale Farbseite, die habe ich mir in blau markiert hier. Und zwar diese hier. Ich habe auch keine Ahnung, in was für einer Weise das spoilern soll oder so, weil ich habe selber nur den ersten Band jetzt fast gelesen und mir sagt das alles gar nichts, außer dass es ein Team ist halt, ne? Und hier in Rot haben wir zum Beispiel noch ein paar Skizzen von den Spielern selber. Einmal Sakuragi, einmal, ich weiß gerade nicht mehr den Namen, schon vergessen. Finde ich aber auf jeden Fall cool. Man hat hier schon so ein bisschen breit gefächertes Arsenal von Kunstfarbseiten, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, Skizzen. Also hier ist eigentlich schon so gut wie alles drin. Für 25 Euro im Hardcover in Überversion ist da eigentlich alles dabei, was man haben möchte. Und das erste Illustration-Book muss ich mir auch noch holen. Und Leute, Inoue, mir fehlt Vagabond. Mir fehlen die Vagabond-Artbooks. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Mega schade, aber auf jeden Fall, Inoue kann man nichts falsch machen bei Zeichnungen. Als nächstes, Leute, haben wir einmal das Pandora Hearts Artbook. Und zwar das erste, soweit ich weiß. Ich habe nämlich beide, auch das zweite. Kurzer Spoiler, Leute, dazu kommen wir aber gleich. Und das finde ich auch einfach mega. Ist sehr, sehr groß. Und ist, glaube ich, Englisch? Oder war das das Japanische? Ich weiß es nicht. Die habe ich nämlich beide von Kleinanzeigen gekauft. Und hier ist auch ein Umschlag drüber. Kann ich auch nochmal kurz zeigen. Aber da ist kein spektakuläres Cover drunter. Und hier habe ich nichts markiert, Leute, weil halt einfach, ja, keine Ahnung, seht selber, ich finde die Zeichnungen einfach mega geil, einfach alle. Da habe ich jetzt keinen speziellen rausgesucht, weil ich mag den Zeichenstil von ihr auch einfach. Und ja, manche kritisieren es vielleicht ein bisschen, aber ich fand die Story an sich auch ganz nice und die Illustration, Alter, alleine hier ein Guild zum Beispiel, wenn man sich den anguckt, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt blendet in der Kamera oder nicht, aber ich hoffe einfach mal nicht, weil es sieht einfach mega geil aus, Alter. Und das hier ist auf jeden Fall das erste Illustration Book. Hier haben wir normale Farbillustrationen. Wir haben die Cover auch nochmal hier in Großformat, einfach ohne diese ganzen Schriftzüge drin. Dann haben wir hier hinten auch nochmal so ein paar Skizzen. Und ein Interview haben wir, glaube ich, hinten auch. Hier nochmal von Crimson Shell, das andere Werk. Den Einzelband von ihr. War ein Interview ist hier, glaube ich, nicht dabei. Nee. Aber das war es auf jeden Fall mit dem ersten Artbook von Pandora Hearts. Wir kommen mal direkt zum zweiten. So, kommen wir zum zweiten Artbook. Und das, allein das Cover sieht schon wunderschön aus. Das ist so richtig schön verarbeitet. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Hier ist es schön matt. Dann haben wir hier auf jeden Fall so Glanzeffekte drüber auch so hervorgehoben. Einfach mega schön. Und wenn wir es aufklappen, werden wir direkt auch begrüßt mit so durchsichtigen Seiten. So halb durchsichtig. Und das finde ich einfach immer mega geil, wenn man hier schon sowas sieht. Und dann zack, haben wir hier direkt eine Illustration. Und hier kann ich auch einfach sagen,
Die Artbooks lohnen sich hardcore. Also soweit ich weiß, kosten sie ungefähr 30 bis 40 Euro. Und wenn ihr seht, wie dick das ist, das sind so viele Farbillustrationen da drin, das ist nicht mehr normal. Und hier bei Pandora Hearts auch nach wie vor, ich finde die Zeichnungen einfach mega nice und hier sind eigentlich nur geile Illustrationen drin. Sehr, sehr viele Farbseiten. Ich habe mir natürlich auch ein paar nice rausgesucht nochmal und gekennzeichnet. Einmal hier nochmal von Gil. Man könnte vielleicht denken, dass Gil mein Lieblingscharakter ist, wer weiß. Da kommt ja auch jetzt Anfang des Jahres die Shoujo Pearls Edition raus bei Carlsen. Also für die Leute, die Interesse haben und die alten Bände nicht mehr holen wollen, die können auch die neue Edition holen. Ich empfehle aber nach wie vor, lest es am Stück und nicht alle zwei Monate, weil die Story sehr komplex ist, also wirklich sehr komplex. Selbst ich am Stück lesend habe manche Sachen erst im Nachhinein verstanden, wo ich dann nochmal genauer drüber nachgedacht habe. Deswegen, ja, würde ich sagen, tut's euch nicht an und lest es einfach am Stück. Wo ist jetzt hier nochmal die andere Seite, die ich raussuchen wollte? Dann haben wir hier auf jeden Fall noch eine geile Doppelseite, Alter. Auch einfach wunderschön. Also wie gesagt, hier könnte man stundenlang durchblättern. Ich habe jetzt hier nur nochmal ein paar Highlights markiert. Zum Beispiel hier auch nochmal Echo oder Echo. Ich finde es auch richtig geil bei deren Zeichnung, dass sie so mit diesen Wasserfarbenstil hat, mit den Farben, die so ein bisschen verwischen oder ineinander verwischen und so. Das finde ich einfach mega schön und passt mega zum Zeichenstil. Hier hinten haben wir auch noch ganz viele andere Sachen. Hier haben wir halt auch noch so eine Illustration, da denke ich mir so, boah, sieht die heftig und geil aus, ne? Ich bete dafür, dass die Kamera die ganzen Bilder einfängt, ohne dass es irgendwie blendet oder so. Weil sonst bin ich am Ende richtig abgefuckt, aber ich versuche es best für euch rauszuholen. Auf jeden Fall kann ich sagen, bei Pandora Hearts, Leute, die lohnen sich richtig. 30 bis 40 Euro für so viele Farbillustrationsseiten. Wunderschön. Die ersten beiden habe ich, beziehungsweise es gibt, glaube ich, nur zwei. Und wir gehen ab zum nächsten. So, und als nächstes habe ich die beiden Artbooks von Angel Sanctuary. Und den ersten Shoujo Pearls Band habe ich hier. Hab noch nicht reingelesen. Ich überlege auch einfach, das am Stück zu lesen, weil alle Leute mir sagen, ey, das muss man am Stück lesen, weil sonst kommst du nicht hinterher. Aber ich werde den ersten Band so oder so mal reinlesen, allein um mir den ersten Eindruck zu verschaffen, ob es überhaupt was für mich ist oder nicht. Aber ob die Story was für mich ist oder so, kann erstmal nebenbei, weil die Zeichnungen haben mich einfach überzeugt und deswegen habe ich mir auch nochmal die Artbooks hier gekrallt zu einem richtigen Schnapperpreis. Und die Illustrationen sehen einfach mega nice aus. Ich würde mal sagen, wir schauen direkt rein. Allein die Cover sind wieder mega geil. Hier wieder so eine durchsichtige Seite mit dann direkt hinter eine Farbseite. Auch mit so Effekten und so. Und hier ist halt auch einfach, ja, mega geile Illustration drin. Ich mag den alten Zeichenstil auf jeden Fall. Und hier diese Double Page. Leute, nein, ich habe es nicht nur rausgesucht, weil es eine hübsche Frau ist, sondern einfach, weil zum Beispiel die Haare oder die Engelsflügel da hinten und diesen alten Zeichenstil ziemlich detailliert und ich finde das einfach mega nice. Und dann habe ich hier noch ein Bild rausgesucht von dem Artbook. Aber nichtsdestotrotz sind hier viele, viele Bilder und Illustrationen drin, die mega nice aussehen. Ich habe jetzt nur die mal rausgesucht, um hier die besten direkt euch zeigen zu können. Funktioniert auf jeden Fall super. Und hier haben wir natürlich auch das Cover von den ersten Shoujo Pearls Band von Carlsen. Also die Illustrationen existieren auch und sind auch in den Artbooks drinne. Und das geht halt auch über die Vorderseite und dann über die Rückseite auf den Shoujo Pearls Band. Könnt ihr ja nochmal nachschauen. Und wie gesagt, ich mag einfach den alten Zeichenstil. Hier hinten haben wir dann auch noch ganz viele Informationen davon. Ich weiß auch nicht, inwiefern das spoilert. Ich habe nicht eine Sekunde reingelesen, deswegen würde es mich nicht spoilern. Aber wenn ihr da reingelesen habt, könnte es vielleicht zu Spoilern von Charakteren kommen oder so. Das ist auch gut, dass ich das sage, wenn ich schon so gut wie durch bin mit dem Band. Mega nice. Aber das war der erste Band und dann haben wir hier den noch. Ich glaube, das ist der japanische Band. Beziehungsweise der japanische Artbook. Ja, das andere war von Carlsen noch. Und das ist von links nach rechts. Und das andere war von rechts nach links. Auch sehr interessant, dass das japanische in der westlichen Leserichtung und das deutsche in der japanischen Leserichtung ist. Und hier ist wirklich mein Lieblingsbild drin. Ne? Ohne Scheiß, das habe ich mir direkt markiert. Schaut euch einfach diese Illustration an, Leute. Sieht das nicht einfach wunderschön aus, Alter? Diese kalten Farben, Alter, dieses Weiß-Blau, diese detaillierte, dann noch eine wunderschöne Frau natürlich, ne? Und es sieht einfach mega nice aus. Am Ende ist es gar keine Frau, sondern ein Mann. Und ich habe mich hier vertan, weil ich die Story noch nicht gelesen habe. Aber trotzdem ändert es nichts an dem Fakt. Und hier auch die Illustration. Einfach detailliert im alten Zeichenstil und mega nice. Habe ich nur mitgenommen, weil halt ein gutes Angebot auf eBay da war.
und ich die Reihe sowieso in Zukunft lesen werde und mir so oft gesagt wurde, das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Reihe, deswegen habe ich es einfach mal vorab gekauft. Dann haben wir das All Color But the Black Art Book von Bleach und das hier ist auf jeden Fall das Englische, weil auf Deutsch, was ja glaube ich, weiß gar nicht, ob es auf Deutsch überhaupt verfügbar war und wenn doch, dann ist es sehr, sehr schnell vergriffen gewesen und dann kam ja der Nachdruck im Englischen und dann habe ich mir dann natürlich direkt das gekauft, zugegriffen. Hier natürlich auch direkt mal ein Aufklappbild und ich finde Kubos Zeichnung an sich einfach mega nice, so als Shonen-Mangaka finde ich den einen, hat er einen der besten Zeichenstile, die es gibt. Und hier auf jeden Fall nochmal ein paar alte Illustrationen. Aber hier sind auch mega, mega geile drin. Also generell sind alle mega geil. Aber nochmal besonders rausstechen tun die, die ich markiert habe. Unspa. Hier sind auch nochmal ein paar Manga-Seiten drin. Diese hier ist meine Lieblingsillustration aus diesem Artbook. Wie Ichigo da steht mit seinem Schwert in der Hand. Ja, das könnte man falsch interpretieren. Aber ja, hier war natürlich die Seite, die jeder Lüstling von euch gerne seht, aber ja, geil! Also die Qualität ist mega nice, Leute. Es ist jetzt nicht irgendwie ein bisschen Kleber abgelöst und ein paar Seiten sind jetzt lose hier drinne. Nein, 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 das sieht nur so aus, Leute. Das ist eigentlich gar nicht so, ne? Auf jeden Fall, das... Digga, es ist so ein Fail, Junge. Das fuckt mich jetzt gerade auch übel ab, gell? Weil ich glaube, ich kann es nicht mehr zurückgeben, aber egal, scheiß drauf. Hier haben wir auf jeden Fall sehr, sehr nice Illustrationen drin. Tite Kobo finde ich generell einen sehr, sehr geilen Mangaka. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch, Leute, wenn ihr nicht so ein Exemplar habt wie ich, wo der Kleber schon so gut wie locker ist. Aber machen wir uns nichts draus, kommen wir direkt zum nächsten. Digga, das fuckt mich jetzt echt übel ab, gell? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Digga, ich schwör dir, das war das zweite Mal oder dritte Mal, wo ich dieses Artbook aufgemacht habe und direkt am Arsch, Alter. Das kann doch einfach nicht sein. Und dann haben wir das Artbook von Sunken Rock, und zwar von Boichi. Hier möchte ich gar nicht so viel reinblättern eigentlich, weil zu 90% sind hier sehr eng bekleidete Frauen gezeichnet und ich weiß nicht, inwiefern sich das mit YouTube versteht, deswegen versuche ich jetzt einfach mal random eine Seite aufzuschlagen und euch zu zeigen. Ja, fängt schon mal gut an. Super. Yes. Ah, hier zum Beispiel. Hier sieht man zum Beispiel ein paar Gesichtsausdrücke. Ich habe Sunken Rock nicht gelesen, deswegen kann ich euch die Charaktere leider nicht nennen, aber ich glaube, der heißt Ken und ich weiß nicht genau, was ich von den Gesichtsausdrucken halten soll. Sehen ein bisschen aufgesetzt aus und ein bisschen komisch, aber muss man sich, glaube ich, einfach dran gewöhnen. Ja, hier haben wir natürlich... Ja, super. Hier haben wir noch eine schöne Schwarze-Weiß-Zeichnung, Leute. Finde ich auch nice. Also wir haben Farbillustrationen hier drin, wir haben auch Schwarze-Weiß-Zeichnungen drin. Und wie gesagt, Leute, guckt euch allein mal das Panel an, Alter. Wie geil sieht das bitte aus? Und ja, wäre auf jeden Fall mal ein bisschen mehr sehen möchte, kann mit dem Artbooks eigentlich nichts falsch machen. Ist bei Tokyopop, glaube ich, auch noch verfügbar für 20 Euro, soweit ich weiß. Ja, kann man mal zuschlagen, ne? Wir gehen ab zum nächsten. Dann haben wir das erste Artbook von Tokyo Ghoul und zwar im Englischen, weil im Deutschen ist es nur so ein kleines Heftchen, was ich übel scheiße finde, also wirklich ohne Kack. Da habe ich es mir auf Englisch geholt, sogar billiger, ne, nicht billiger, 5 Euro teurer nur. Dafür im A4 Format, Hardcover mit Umschlag und alles, also mega, mega nice. Und ja, bei Suishi da muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich liebe einfach seinen Zeichenstil, auch mit seinen Aquarellfarben und allem. Das ist einfach mega nice. Hier haben wir auf jeden Fall die Cover einmal drin. Dann haben wir so Illustrationen noch da drin. Dann haben wir hier immer noch Texte stehen, wo das zum Beispiel war, ob es schon ein Jump-Cover war oder ob es in irgendeiner Werbung dabei war und so weiter. Deswegen kann man hiermit eigentlich eher weniger falsch machen. Und das Artbook finde ich auch mega nice. Aber was ich noch nicer finde, ist natürlich das zweite Artbook von Tokyo Ghoul. Und das habe ich natürlich auch noch mit am Start. Und hier haben wir natürlich auch noch mal ein paar Sachen erklärt hier hinten. Und ja, so viel kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Hier noch mal ein paar Skizzen. Und wir kommen zum zweiten. Dann haben wir das zweite Artbook von Tokyo Ghoul. Und zwar Tokyo Ghoul Tsaki Re. Wie der Name schon sagt, dreht sich das eher um die Geschichte mit Re. Und das ist auch Hardcover A4 Format, aber das Deutsche und in Deutsch kostet 40 Euro bei Kasse, glaube ich. Habe ich das bezahlt? Ja, 40 Euro und im Englischen kriegst du es, glaube ich, auch für 25 oder so. Deswegen gönnt euch da lieber die englische Version, weil im Endeffekt da ist nicht so viel Text drin. Englisch versteht sowieso jeder, aber die Artbooks holt sich sowieso wahrscheinlich jeder wegen den Zeichnungen.
Und wie gesagt, hier in diesen Artbooks sind so viele geile Zeichnungen drin. Und es ist natürlich auch alles hochwertiges Fotopapier hier. Hier habe ich natürlich auch nochmal. Natürlich muss ich eigentlich nicht extra Zeichnungen raussuchen, weil hier alle Zeichnungen geil sind. Allein hier schon wieder Ken am Start. Hier Suzuya auch mega geil, Toka. Aber ich habe hier trotzdem nochmal ein paar rausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben. Und die möchte ich natürlich auch nochmal zeigen. Und bei hier nochmal Suzuya drauf. Einfach mega schön. Und dann haben wir hier als nächstes noch Liz. Und ich finde die Farbe einfach mega nice. So schön schwarz-weiß, so Grauabstufung. Und dann so als Highlight noch so ein paar Pinktöne drin. Oder Rosatöne. Einfach mega schön und mega hübsch. Feiere ich komplett. Hier haben wir auch nochmal ein schönes Bild von Ken. Und hier haben das Artbook ist auch sehr, sehr dick, Leute. Also ihr kriegt auch sehr viel Content dafür. Ja, 40 € viel. Aber wenn ihr es unbedingt auf Deutsch haben wollt, lohnt sich das. Aber wie gesagt, holt es euch für Englisch, kriegt es billiger. Hier auch nochmal, wie er Hisoka gezeichnet hat, weil er auch ein Spin-off zu Hunter Hunter zeichnen durfte. Wie hier es auf jeden Fall steht, Illustration für das Spin-off zu Hunter Hunter. Und es war ihm auch eine große Ehre, das zeichnen zu dürfen. Und ich finde einfach Hisoka in Tsuishidake Style sieht generell auch mega nice aus. Dann haben wir hier noch so ein paar Zeichnungen. Arima und Sasaki. Ja, also wirklich ohne Scheiß, das Artbook lohnt sich mega. Und hier hinten auch nochmal eine wunderschöne Illustration. Ja, das war's mit diesem Artbook. Und jetzt bleiben nur noch zwei Artbooks übrig, beziehungsweise Artbook, sage ich erstmal Groundworks, und zwar das zweite Groundwork-Book. Und hier sind natürlich auch normale Illustrationen drin, aber halt auch die Illustrationen, weil es ja ein Anime Original war, zu dem Anime von Evangelion, also jetzt nicht direkt vom Manga, sondern ja, wie die Anime-Produktion die ganzen Zeichnungen dafür gemacht hat. Und das finde ich auch mega nice und schön zu sehen auch, wie halt einfach die Original, Zeichnungen zum Anime aussahen. Weil sonst hat man ja immer zuerst den Manga, dann hat man ein Artbook zum Manga und der Anime. Da gibt es natürlich auch immer zu den Anime Groundworks, zum Beispiel bei JJK und so. Aber sonst habe ich es nie gesehen, habe gedacht, komm, nehme ich es mal mit. Und ich finde das sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool. Und ich finde auch sehr, sehr nice, dass man hier zum Beispiel sieht, wie die arbeiten. Zum Beispiel, dass sie hier markieren, okay, ey, diese hellroten Dinger hier oben sind die Highlights von den Haaren. Dann haben wir hier in blau-grün so ungefähr die Schattierungen drin. Das finde ich auch immer interessant, wie die Animationsstudios hier die Zeichnungen raushauen und sich schon mal so grobe Zeichnungen machen, wie sie es im Anime dann schattieren und so weiter und so fort. Und das finde ich einfach ein cooles Gimmick, so kann man mal mitnehmen. Auf jeden Fall die original groben Rotzeichnungen von Evangelion. Und dann haben wir noch ein sehr, sehr großes Ding, Leute. Also das ist über A4-Format. Und zwar Evangelion Illustrations 2007 bis 2017. Und hier sind einfach alle möglichen Illustrationen drin. Zudem finde ich das Cover allein schon mega geil. Geht auch über den Rücken weiter. Und in der Übergröße macht es halt einfach noch mehr Spaß, sich diese Bilder hier anzusehen und reinzuschauen. Ja, also hier hat man auch alles Mögliche, alle möglichen Illustrationen haben wir auch Werbung, wo Evangelion mit am Start war drinne. Und das sieht einfach mega geil aus. Und ich habe hierfür, glaube ich, bei Amazon, weil Buchpreisbindung im englischen Raum ist ja nicht da. Ich glaube 25 € oder knapp 30 gezahlt für ein Überformat mit so vielen Seiten und sehr, sehr geilen Zeichnungen des Evangelion drin. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und zum Beispiel hier Werbung, wo sie mit einen Shinkansen halt foliert haben, wie so eine EWA-Einheit und so weiter und so fort. Ich hatte auch Kaffee-Werbung hier drin gesehen mit Evangelion oder auch Handy-Werbung wahrscheinlich. Ist halt einfach mega geil. Und sehr, sehr viele Bilder zum Anschauen sind hier auch drin. Dann haben wir nochmal die ganzen Einheiten hier. Da haben wir nochmal Ray, was auch auf, glaube ich, Sterne drauf ist, auf den Artbook-Sterne. Warte, steht es da auch, glaube ich, auch? Ne, steht da jetzt gerade nicht drauf, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, Leute, finde ich, das lohnt sich auf jeden Fall für den Preis mega. Und hier hinten haben wir anscheinend noch ein bisschen Spicy-Zeug. Aber Überformat, Evangelion, viele Zeichnungen für unter 30 € kann man einfach nichts falsch machen. Das ist auch die Englisch-Version. Und das waren tatsächlich alle Artbooks, die ich in meiner Sammlung habe. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr auch Artbooks habt. Und wenn ja, welche? Und wenn nein, warum habt ihr keine Artbooks? Sammelt ihr die generell nicht? Fändet ihr das einfach eine Verschwendung? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, Leute. Die 2000 sind nicht mehr weit. Einen Daumen nach oben würde mich auch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen
sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schaltet gerne ein, haut da rein und ciao.